Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zum zweiten Teil beim Vergleich eigenes Auto oder WeShare. Und da ich euch ja so ein bisschen auf die Folter spannen will, habe ich noch eine kleine Vorausberechnung gemacht mit ja, einem kleinen anderen Vergleich, um den dann wiederum mit WeShare vergleichen zu können. Und was ich da ausgerechnet habe, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Wir haben ja letztes Mal angefangen mit dem Vergleich eigenes Auto oder WeShare, indem wir einfach mal WeShare gefahren sind. Und da sind natürlich Werte bei rausgekommen, mit denen man rechnen kann. Jetzt möchte ich aber nicht einfach nur sagen, von wegen das Auto kostet so und so viel, dafür brauche ich 2 Minuten und dann sind wir durch und wäre das Video schon zu Ende. Das will ich aber nicht, weil es soll ja auch ein richtiger Vergleich sein, nämlich eigenes Auto oder WeShare. Und da habe ich mir jetzt ganz einfach mal vom ADAC die Tabelle über die Fahrzeugkosten zur Nutze genommen oder gemacht und habe da 3 Fahrzeuge eingegeben, die jetzt mit dem WeShare Golf verglichen werden. Und da habe ich ganz einfach mal eben einen VW e-Golf genommen, den gegen einen Golf TDI und gegen einen Golf TSI verglichen. Beide Fahrzeuge oder vielmehr alle 3 Fahrzeuge haben ein Automatikgetriebe, weil den E-Golf gibt es nur mit Automatik. Also habe ich bei den TDI und TSI auch ein Automatikmodell ausgewählt. Ich weiß, dass jetzt wieder einige Hater dabei sein werden, die hier gleich rumschreien und rumstöhnen. Das ist ein schwachsinniger Vergleich und das kann man nicht machen. Ich bin jetzt nicht nach der Ausstattung als solches gegangen, sondern ich habe mich mal an den Preis gehalten und habe gesagt, also der E-Golf, der kostet jetzt mit der Angabe vom ADAC 35.900 Euro. Und jetzt habe ich zum Vergleich halt den TDI genommen. Der kostet 30.950 Euro und der TSI 30.655 Euro. Und was sind das für Varianten? Jetzt lese ich das mal ab. Der TDI ist in Comfortline und der TSI in, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißen soll, Active IQ Drive oder so ähnlich. Halt beide mit dem Doppelkupplungsgetriebe und 7 Gängen, also Automatik. Diese Fahrzeuge habe ich jetzt halt miteinander verglichen und da sind dann halt Werte bei rausgekommen, die total interessant sind im Vergleich zu dem, was ich dann mit dem WeShare Golf anstellen werde. Wie gesagt, ich bin halt nicht auf die Feinheiten der Ausstattung eingegangen, weil die sind eigentlich für die Berechnung der Kosten nicht so ganz relevant. Klar, dann würde der Preis steigen oder auch sinken, je nachdem. Aber es geht halt auch darum, die Unterhaltskosten zu berechnen. Und da ist es Wurstbrot, ob ich jetzt eine Sitzheizung drin habe oder nicht, weil die Versicherung ist die gleiche und die Steuern sind auch die gleichen, genauso wie die Reparaturkosten, weil eine Sitzheizung geht so schnell nicht kaputt. Und wenn, dann wird das wahrscheinlich den wenigsten stören. Ja, fangen wir mal an mit dem Vergleich. Wenn wir uns jetzt hier mal so die ganzen ja, Kosten pro Monat angucken, die halt der ADAC berücksichtigt, da sind dann halt der Wertverlust drin, die Betriebskosten, da sind auch die Spritkosten gleich mit drin, Fixkosten, wo die Steuer mit drin ist, die man beim E-Golf ja einspart, aber halt bei den Verbrennern nicht. Dann sind Werkstattkosten mit drin, die Versicherung ist pauschal damit eingerechnet auf 100%. Ja, die Kosten sind hier einfach mal so angegeben. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Ich möchte jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen, weil es sind halt immer wieder ja, die Kosten, die halt anfallen, wenn ich mit einem entsprechenden VW Golf in die Werkstatt fahre oder halt überhaupt den zulasse und was ich da an Steuern zahlen muss und. Die Kosten sind halt dementsprechend drin und so komme ich halt auf Gesamtkosten beim E-Golf von 631 Euro im Monat.
Achso, das Ganze ist übrigens ausgerechnet auf 5 Jahre. Das ist auch ganz wichtig, weil das spielt hinterher auch noch eine Rolle bei der weiteren Berechnung. Die Kosten sind berechnet auf eine Haltedauer von 60 Monaten, also auf 5 Jahre, und eine Fahrleistung pro Jahr von 15.000 Kilometern. Sind jetzt auch schon wieder Streithähne unterwegs, das ist viel zu wenig, das ist viel zu viel, und naja, es passt gerade, wie auch immer. Es soll halt auch nur ein Beispiel sein. Ihr könnt das gerne noch weiter auseinanderpflücken und das meinetwegen für eure Fahrleistung ausrechnen. Man kann leider die Daten hier nicht ändern beim ADAC. Ich habe gedacht, man könnte hier jetzt irgendwie die Fahrleistung ändern und dann würde der die Tabelle gleich umswitchen. Das kann er aber nicht. Man kann halt den Wert nicht einstellen. Das geht halt nur mit 5 Jahre und 15.000 Kilometer pro Jahr. Kommen wir aber wieder zurück zu den Kosten. Die Gesamtkosten beim E-Golf sind halt 631 Euro, beim TDI 674 Euro und beim TSI 661 Euro pro Monat. Wohlgemerkt, da sind halt Wertverlust ist mit eingerechnet, Betriebskosten sind eingerechnet, Fixkosten wie die Steuern sind eingerechnet und Werkstattkosten und sowas, was im Durchschnitt anfällt. So. Interessant finde ich hierbei übrigens noch die Rubrik, die ja auch mit dem ADAC aufgelistet ist. Der Garantie. Es wird ja immer gerne von den E-Auto-Hassern angegeben, von wegen, ja, wenn bei euch mal der Akku kaputt geht, der ist ja viel teurer wie ein neuer Motor, und feinen Motor kriege ich ja auch gebraucht. Klar, gebrauchte Akkus gibt es ja auch überhaupt nicht, man kriegt ja nur neue. Also das ist schon mal ein Punkt, da solltet ihr mal wach werden, weil man kann die Akkus nämlich wieder aufarbeiten, beziehungsweise es werden nur einzelne Zellen herausgenommen, ausgetauscht oder Pouches, je nachdem, was für ein Akku das ist. Und dementsprechend kann man den halt wieder aufarbeiten. So, jedenfalls wird immer schön brav verglichen, von wegen, was denn so an Kosten anfällt, wenn denn mal ein Akku kaputt geht von einem Elektroauto. Ja, dann habe ich halt hier diese wunderbare Liste mit Herstellergarantie, wo dann halt unter Sonstiges beim E-Golf halt 8 Jahre und oder 160.000 Kilometer Garantie auf die Batterie stehen. Und jetzt, liebe E-Auto-Hasser, möchte ich doch von euch mal gerne sehen, wie hoch denn die Garantie für euren Motor ist. Ja, ich glaube, das sind nämlich nur die 2 Jahre, die sie angegeben haben. Und oder 3 Jahre vielleicht, ja, das ist die Lackgarantie, genau, Fahrzeuggarantie, 2 Jahre, da ist euer Motor mit drin, und wenn ihr nach 2 Jahren in die Fritten geht, habt ihr die Arschkarte gezogen, dann dürft ihr euch gerne einen gebrauchten Motor, der vielleicht auch irgendwann wieder in die Fritten geht, einbauen. Und da wünsche ich euch dann viel Spaß. Es gibt einige Autos, wo ich mich schon drüber gewundert habe, die halt sehr beliebt sind in Deutschland, und gerade so Kleinwagen, die dann schon irgendwie nach 25, 30, 40.000 Kilometern neuen Motor drin haben oder neuen Turbolader oder wie auch immer. Da finde ich doch eine Garantie über 8 Jahre für einen Akku eines Elektroautos so richtig human, oder? Das wollte ich nur mal einwerfen, und dann bin ich nämlich auch schon auf meiner zweiten Seite, und da geht es jetzt nämlich mal darum, uns doch mal anzusehen, was dann für Kosten bei dem E-Golf anfallen. Also so lang wird das Video heute gar nicht, weil ein Großteil bin ich jetzt nämlich schon durch. Jetzt kommen wir nämlich erstmal zu den Kosten für WeShare. Wir sind ja mit den Wagen gefahren, und bei WeShare ist es ja momentan noch so, bis zum 31. Oktober 2019 fallen ja lediglich Kosten von 19 Cent die Minute und pro Anmietung sozusagen eine Pauschale von 1 Euro für die Versicherung an. Dann habt ihr halt eine Restselbstbeteiligung im Schadensfall von 450 Euro. Und eine Registrierungsgebühr gibt es momentan auch nicht. Also wohlgemerkt, ich habe jetzt die Preise, die bis Ende des Monats gültig sind, also bis zum 31.08.2019. Was danach für Kosten anfallen, das wissen wir leider alle noch gar nicht, weil WeShare die Kosten noch gar nicht angegeben hat. So, jetzt zu unserer Fahrt, die ich ja letzte Woche gezeigt habe. Da sind wir mit dem E-Golf gefahren und hatten eine Nutzungsdauer von 133 Minuten, eine Distanz von 43 Kilometer sind wir gefahren.
Das macht Nettokosten von 22,08 € plus 4,19 € mehr Schweinchensteuer. Macht gesamt 26,72 €. Jetzt ist es ja so, wir wollten mal herausfinden, was taugt denn WeShare oder bei Carsharing? Jetzt ist ja das Beispiel halt WeShare, weil die mit 1500 Autos hier gerade Berlin überschwemmt haben. Und wir wollten halt gerne mal vergleichen, oder das ist halt meine Idee gewesen, letzten Endes herauszurechnen, was ist denn günstiger, wenn ich mir ein Auto kaufe oder wenn ich WeShare benutze. Ja, und jetzt komme ich nochmal aus dem Backoff, weil ich habe mich leider verrechnet und muss deswegen hier mal abbrechen mit der Aufnahme und das mal aus dem Backoff neu aufnehmen. Ja, und zwar habe ich mich vertan, weil wir sind ja die 43 Kilometer an einem Stück gefahren. Das heißt, wir sind sozusagen KDs Arbeitsweg hingefahren und dann gleich wieder zurück. Das heißt, wir haben das Fahrzeug nicht abgestellt und uns abgemeldet und hinterher auf der Rückfahrt wieder angemeldet. Insofern ist ja bei dieser Probefahrt nur 1 € Versicherungsprämie angefallen. Es müssten aber 2 sein. Und von daher rechne ich das Ganze nochmal neu aus. Und ja, jetzt komme ich erstmal zu der Berechnung der Laufleistung, die wir haben. Da müsste ich halt jetzt erstmal auf einen Jahreswert kommen, wenn KD halt wirklich jeden Tag, 5 Tage die Woche, Monat für Monat damit zur Arbeit fahren würde. Und da haben wir jetzt halt diese 43 Kilometer, die wir halt gefahren sind, wenn wir die mal 5 nehmen, also um auf eine Woche zu kommen und das Ganze dann mal den mathematischen 4,3 Periode 3 Wochen, um auf einen Monat zu kommen, dann haben wir 931,6 Kilometer pro Monat. Diese nehmen wir dann mal 12, um auf einen Jahreskilometerwert von 11.179,2 Kilometer zu kommen. Und die merken wir uns jetzt mal, weil die brauchen wir nämlich später nochmal, um dann wirklich eine korrekte Vergleichsrechnung zu machen. Kommen wir jetzt mal zu den Kosten in Euro. Da hatten wir ja jetzt für die eine Fahrt 26,27 € brutto gehabt. Wohlgemerkt, da ist nur 1 € Versicherungsprämie drin, das nochmal im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt diese 26,27 € nehmen und das Ganze mal 5 rechnen, um halt einen Wert für die Woche zu bekommen, dann haben wir 131,35 €. Wenn wir das Ganze jetzt mal 4,3 in Periode 3 nehmen, kommen wir auf einen Monatsbetrag von 569,14 €. Wohlgemerkt, da ist jetzt nur 1 € pro Tag Versicherungsprämie drin. Wir müssten jetzt aber auf 2 € kommen. Jetzt haben wir ausgerechnet, dass wir halt 5 Tage die Woche fahren. Das sind also 5 € pro Woche, die wir noch dazu rechnen müssen. Das Ganze wieder mit dem mathematischen 4,3 in Periode 3 Wochen multipliziert. Dann kommen wir auf 21,67 € im Monat, die wir jetzt noch dazu rechnen. Und dann kommen wir auf einen Gesamtwert von 590,81 € für die KD halt täglich damit zur Arbeit und wieder zurückfahren würde. Und das Ganze halt bei einer jährlichen Kilometerleistung von 11.179,2 Kilometer. Ja, warum brauchen wir die jährliche Kilometerlaufleistung? Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass der ADAC mit einer jährlichen Laufleistung von oder Fahrleistung von 15.000 Kilometern rechnet. Und das wollen wir jetzt hier auch als Vergleichswert nehmen. Deswegen rechnen wir gleich noch ein wenig weiter. Und wir ziehen jetzt erstmal die 11.179,2 Kilometer, die KD ja jetzt schon jeden Tag zur Arbeit und wieder zurückfährt, von den 15.000 Kilometern ab, dann haben wir eine Differenzsumme von 3.820,8 Kilometer. Und mit denen rechnen wir jetzt weiter, weil wir wollen jetzt mal wissen, wie viele Tage sind das denn, wenn ich diese 3.820,8 Kilometer durch die momentan täglich gefahrenen 43 Kilometer teile, dann komme ich nämlich auf eine Differenzsumme an Tagen, um auf diese 15.000 Kilometer zu kommen, von 89 Tagen. So, am Tag sind wir dann 133 Minuten gefahren. Wenn ich das damit mit den 89 multipliziere, komme ich auf 11.837 Minuten.
Jetzt haben wir den Minutenpreis bei WeShare von 19 Cent, also 0,19 Euro die Minute. Dann kommen wir auf einen Jahresbetrag von 2249,03 Euro für die Differenzsumme von 3820,8 Kilometer. Ja, jetzt haben wir ausgerechnet, dass die Differenztage 89 Tage sind und wir müssten jetzt halt für die Differenzsumme von 3820,8 Kilometer ja noch die Versicherungspauschale dazu rechnen. Das waren ja halt diese 89 Tage, die wir ausgerechnet haben. Wir fahren für 1 Euro Versicherungspauschale hin, stellen das Auto ab, buchen dann das Auto zum Zurückfahren und müssen noch einmal dafür 1 Euro Versicherungspauschale bezahlen. Das Ganze sind dann halt 89 Tage mal 2 Euro am Tag Versicherungspauschale. Das ergibt 178 Euro Versicherungspauschale pro Jahr an für diese Differenzsumme, die wir noch mit dazu rechnen müssen. So, jetzt haben wir schon ausgerechnet, dass wir eine Differenzsumme von 2249,03 Euro pro Jahr haben. Dazu jetzt noch die Differenzsumme für die Versicherungspauschale von 178 Euro, die wir ja gerade ausgerechnet haben. Dann kommen wir auf eine Gesamtdifferenzsumme pro Jahr von 2427,03 Euro. Jetzt wollen wir aber gerne mal wissen, was kostet denn das Auto mit den 15.000 Kilometer Fahrleistung, wenn KD das richtig schön auch mal in der Freizeit mit benutzt und nicht nur zum Arbeitfahren. Dann nehmen wir halt diese Gesamtdifferenzsumme pro Jahr von 2427,03 Euro, teilen sie durch 12 und kommen auf monatliche 202,25 Euro. Die wiederum rechnen wir jetzt auf die vorhin schon mal ausgerechneten 590,81 Euro, die KD jetzt mit der täglichen Fahrt von 43 Kilometern ganz normal halt auf diese 11.000 und was hatten wir ausgerechnet an Kilometer? 11.179,2 Kilometer verbraucht. Da waren das halt diese 590,81 Euro. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, kommen wir auf einen monatlichen Preis von oder monatliche Kosten für WeShare von 793,06 Euro. Wohlgemerkt hochkalkuliert auf 15.000 Kilometer pro Jahr. Und das ist halt der Vergleich, den ich jetzt mit den Werten von den anderen drei Autos nehme, die ich über die ADAC-Tabelle ausgerechnet habe. Ihr könnt euch noch daran, oder erinnert euch ja noch daran, der ADAC rechnet halt mit den 15.000 Kilometern pro Jahr. Und wenn ich jetzt diese Tabelle nehme, dann kostet halt der WeShare Golf halt diese 793,06 Euro pro Monat. Der E-Golf beim ADAC 631 Euro, der TDI 674 Euro und der TSI 661 Euro. Ihr seht schon, der ADAC hat immer großzügig aufgerundet oder abgerundet, also kaufmännisch, denke ich mal, gerundet, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe das jetzt nicht gemacht, ich habe einfach nur vom Taschenrechner abgeschrieben und fertig. Wenn ich jetzt mal die Differenz ausrechne zwischen dem, was mich ein Auto nach der ADAC-Kostentabelle kostet, und dem WeShare-Auto nehme, dann komme ich auf eine Ersparnis beim E-Golf, wenn ich jetzt halt das Auto kaufen würde, von 162,06 Euro, beim Golf TDI von 119,06 Euro und beim TSI von 132,06 Euro. Wenn ich das Ganze weiterspinne, dann gehen wir nochmal auf das Jahr. Da würde ich dann im Jahr beim E-Golf 1944,72 Euro sparen, beim TDI 1428,72 Euro und beim Golf TSI 1584,72 Euro. Jetzt rechnet ja der ADAC mit 60 Monaten, das sind 5 Jahre. Wenn ich jetzt einfach mal so hochgesponnen weiterrechne, das ist eine ganz interessante Summe, weil da macht es so richtig Spaß zu rechnen. Dann sind das beim E-Golf an Ersparnis über 5 Jahre von 9.723,60 Euro. Beim Golf GLTDI sind das immerhin noch 7.143,60 Euro und beim Golf TSI 7.923,60 Euro. Wohlgemerkt, das gilt jetzt nur bis zum 31. August 2019, was danach für Werte kommen. Wenn WeShare noch teurer wird, ja,
dann möchte ich nicht wissen, was da noch für eine Summe bei rauskommt. Jetzt sind wahrscheinlich schon 5 Leute von euch vom Hocker gekippt, haben gesagt, Wischer lohnt sich ja gar nicht. Moment, Moment. Ich habe ja ausgerechnet, was ich für Kosten habe, wenn ich 15.000 Kilometer im Jahr damit fahren würde. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich fahre ja nur irgendwie 5.000 Kilometer im Jahr, dann sieht die Rechnung schon wieder ganz anders aus. Oder wenn ihr sagt, nee, eigentlich fahre ich nur überwiegend mit dem Öffentlichen und nebenbei nur mal so ein bisschen mit WeShare, denn irgendwie so, wenn ich mal einkaufen fahre, größere Sachen transportiere oder wir mal mit mehreren Leuten zusammen sind, dann nehmen wir uns ein Auto. Dann ist die Rechnung hier völlig Banane, denn interessiert euch die gar nicht, weil da seid ihr dann wahrscheinlich mit, was heißt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mit WeShare viel günstiger dran. Und das ist halt so ein Punkt, den ich mal erwähnt haben wollte. Diese Rechnung ist halt nicht so zu 100% ernst zu nehmen, weil ist halt die Frage, was macht ihr mit einem Auto? Und es gibt viele Leute, die sagen, wenn ich in Berlin wohnen würde, dann würde ich mit der BVG fahren. Ja, ihr seid auch noch wahrscheinlich noch nie mit der BVG gefahren oder nicht jeden Tag und nicht regelmäßig. Und die BVG ist in meinen Augen ein Sanierungsfall und ich hoffe, sie sanieren sich auch ganz schnell, weil das Ding, was sie hier momentan liefern, ist echt Grütze, sag ich mal. Na, das ist jetzt aber zumindest schon mal die Berechnung mit WeShare. Das soll jetzt einfach nur mal ein Beispiel gewesen sein, wenn ihr ein Carsharing-Auto benutzt. Und das kann sich bei anderen Carsharing-Anbietern schon wieder ganz anders ergeben, was ihr da für Preise habt, was ihr für Kosten habt, wie auch immer. In dem Fall ist es halt so und da kann man auch nicht viel dran ändern. Eine Sache habe ich allerdings noch. Die Sache, die mich momentan total ärgert und auch andere Leute ärgert. Liebe Leute von VW, die ihr hier WeShare gegründet habt und gerade mal so 1500 E-Golfs über Berlin ausgekotzt habt. Ihr habt hier 1500 E-Golfs in Berlin ausgeschüttet und habt keine eigene Ladeinfrastruktur. Das nervt mich auch bei anderen Carsharing-Anbietern. Und was mich aber am meisten ärgert daran ist, dass die Carsharing-Autos teilweise einfach wild auf den Ladeparkplätzen oder Ladeplätzen geparkt werden, ohne dass sie angeschlossen sind. Oder aber, was wir bei Carshare, also jetzt bei WeShare gerade haben, dass die Fahrzeuge 20, teilweise 30 Stunden am Stück an dieser Ladesäule hängen und nicht bewegt werden. Liebe Leute von WeShare, das ist eine absolute Sauerei und das solltet ihr tunlichst ganz schnell unterbinden. Eure Mieter sozusagen, die eure Mitglieder bei WeShare darüber informieren, dass das keine Parkplätze sind, sondern dass es Ladeplätze sind. Und ich habe da übrigens auch für euch zur Information für Carsharing-Anbieter ein Video gedreht. Mit der Nummer 77 ist das, also 4 Nummern zurückgehen. Neues aus dem Ladesäulen-Dschungel Berlin heißt das Video. Und sagen wir es mal so, es gibt einige Leute, die wahrscheinlich bei euch Autos fahren und ich weiß nicht, woher einen Führerschein haben, die vielleicht mal zur Abwechslung eine Fahrschule von innen besuchen sollten und sich mal erkundigen sollten, wie man denn Verkehrsschilder liest. Das findet ihr nämlich alles in meinem Video Nummer 77. Erfahrt ihr alles, wie man diese neuen Verkehrsschilder liest, denn es sind ausschließlich Parkplätze für Elektrofahrzeuge während des Ladevorganges, die nach Polizeianordnung fest mit der Ladesäule über das Ladekabel angeschlossen sein müssen, also verbunden sein müssen. Es gibt dann noch ein Zusatzschild, welches besagt, in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr darf der Ladevorgang nur mit einer Parkscheibe von maximal 4 Stunden Ladedauer betrieben werden. Danach muss das Fahrzeug dann auch wieder beseitigt werden. Das soll nämlich dafür sorgen, dass Leute, die jetzt in die Stadt zur Arbeit fahren, nicht die ganzen Ladesäulen blockieren, sondern wirklich nur für 4 Stunden dort laden und Leute, die dort zum Einkaufen hinfahren, wirklich dann auch mal zwischendurch ihr Auto schnell aufladen können. Deswegen haben beispielsweise Kaufland oder auch andere Ladeanbieter oder Kaufhäuser, die Ladesäulen für ihre Kunden anbieten, eine maximale Ladezeit angegeben. Da schalten die Ladesäulen automatisch ab.
Bei Kaufland ist es, glaube ich, eine Stunde, bei IKEA sind es, glaube ich, 2 Stunden. Ja, Möbel kaufen dauert ein bisschen länger, wie man ein paar Schrippen aussuchen. Ja, und da wollte ich halt nochmal darauf hinweisen, das ist momentan die absolute Sauerei, die hier abläuft. Entschuldigung, wenn ich das so sage, liebe Carsharing-Anbieter, das betrifft leider nicht nur WeShare. Ich habe schon alle quer durch die Bank gesehen und ich finde es halt eine absolute Sauerei. Und es gibt halt Leute, die freuen sich schon, wenn sie das erste WeShare-Auto oder beziehungsweise Carsharing-Auto am Haken sehen, wenn es nämlich vom Parkplatz abgeschleppt wird, weil es dort unerlaubterweise parkt. Ja, das soll es mit dem heutigen Video, mit dem zweiten Teil eigenes Auto oder WeShare gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und vergesst nicht, einen Daumen rauf da zu lassen. Ihr könnt auch diesen Kanal da unten irgendwo abonnieren. Das ist irgendwo so ein Abonnier-Button da unten. Und ihr könnt euch auch gerne noch eins aufs Glöckchen geben. Dann kriegt ihr mal eine Information, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, übrigens, ein Abo kostet hier immer noch kein Geld. Das ist immer noch umsonst. Und ihr braucht einfach nur aufs Knöpfchen drücken da unten. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.